Guten Tag, sehr verehrte Zuschauer. Ich bin Kalle Knallkopp und präsentiere euch das Faschingsspezial von Peter Poschlitz. So, da bin ich jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kombinierten Simulatoren-Special mit Faschings-Special. Ja, das ist demnach geschuldet, weil ich absolut nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung habe, welches Spiel auch nur entferntesten etwas mit Fasching zu tun haben könnte. Nachdem ich nichts gefunden habe, habe ich mich jetzt dafür entschieden, dieses Spiel, den Müllabfuhrsimulator, zu spielen. Warum 2011, wo wir doch schon in 2013 sind? Ganz einfach, es scheint kein neuer zu geben. So, und was hat jetzt der Müllabfuhrsimulator mit Fasching zu tun? Ja, eigentlich nichts. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann hatte ich mir über 8 Ecken und 7 Kanten einfach folgende These an Land gezogen. Nach dem Fasching sind die Straßen dreckig. Die feiernde Meute war unterwegs und hat natürlich keinen Bedarf gehabt, ihr Dreck in den Mülleimer zu werfen. So, deswegen der Müllabfuhrsimulator. Wir tun jetzt mal so, als ob Fasching schon vorbei wäre und wir demzufolge jetzt hier die Arbeit haben. So, Einstellungen sind soweit schon vorgenommen. Das heißt, ich drücke jetzt auf Spiel starten und denk dran, wie bei jedem Simulator. Blind. Ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. So, Spielerprofil leer. Ich werde jetzt erst mein Profil anlegen, denn ihr wisst alle, ich bin's. Peter, ups. Poschlitz. The best simulator gamer in the world. So, laden wir das gerade eben angestellte erstellte Profil. Oh, ich bin Inhaber einer Firma. Sensationell. Wie heißt meine Firma? Das wollen wir mal ganz schnell machen. Also, Firmenname. Schlitz. Und weg. GmbH. So, sensationell. Okay. So, ich habe kein Geld. Okay, offensichtlich hat dieses Spiel ein bisschen auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Also nicht einfach nur der Gegend rumfahren. Und Dreck aufsammeln. Müllverordnung. Ah, ich kann hier die Farbe der Säcke. So. Restmüll ist schwarz. Ja, das kann man mal so lassen hier. So, das passt auch. Altpapier. Nein, Altpapier kenne ich immer als blau. Biomüll ist grün. Ne, braun. Das passt schon. Das passt schon. Altpapier blau. Wertstoff gelb. Ja, das kann man lassen. Spielerfigur. Oh, schaue ich aus. So, das ist doch viel realistisch. Fahrzeugbörse. Jetzt kann ich mit vor mein Konto hier ein Fahrzeug holen. Ich hole hier der Cermedes Hecklader. Ist das vielleicht eine Anspielung auf eine allseits bekannte Automarke? Wurden da die Lizenzgebühren nicht entrichtet? Okay, wir nehmen mal den Cermedes. Die Farbe passt, das kennt man so. Natürlich mit Dieselmotor, das ist ja Dieselautomatik, keine Lust zu schalten. Fahrzeug kaufen. Ab ins Süddepot damit. Perfekt. So. Ihre Aufgabe, Sie leiten ein Entsorgungsunternehmen. Entledigen Sie Aufträge, um entsprechende Umsätze zu generieren. Fahrzeug kaufen Sie, bla bla bla. Aufträge. So. Müllabholung. Abholung von Wertstoffrecycling. 9 kleine Säcke, a 30 Liter. Strecke 1,68 Kilometer. Das machen wir jetzt mal. Auftrag annehmen mit dem Cermedes. Ich glaube, jetzt geht's los. Hier sehen wir ein paar nützliche Tipps, ohne diese das Spiel nur halb so viel Spaß macht. Oh, da unten gibt's ganz schöne MAN-Fahrzeuge. Das kennt man, das ist der Nachfolger dieser anderen Marke, die einen durchaus ähnlich klingenden Namen hat. Mir fällt jetzt aber nicht gerade wirklich ein, wie der lautet. Mist. Naja, egal. MAN, das ist die neue Marke. Aber ich fahre einen Cermedes.
Ich bin überzeugter Cermedes-Fahrer. Privat übrigens, das kann ich erzählen, während der Ladevorgang. Privat fahre ich nur noch Furt. Furt Mandao. Kennt ihr bestimmt. Hat nichts jetzt mit irgendwie Taiwan zu tun, aber ist ein schönes Auto. Okay, Leertaste drücken, um die Fahrt zu beginnen. Let's go. So, was muss ich drücken? Fuck, es ist dunkel. Das ist schon mal scheiße. Fahren Sie zum Empfänger, Zündung betätigt, Motor gestartet. Ich höre ihn aber nicht. Ich glaube, Tastaturbelegung. Wollte ich eigentlich, jetzt habe ich hier zurücksetzen gedrückt. Egal, ich wollte eigentlich hier ein bisschen Ton lauter machen. Egal, ich kann aber mit dem Pfeiltasten fahren. Oh, ich habe Hände, schaut euch das an. So. In den Sammelbezirk fahren. Vorstadt Nord, Abschnitt 1. Also ich fahre jetzt mal hier einen großen Bogen. So, wo ist der Exit? Okay, hier kann ich parken. Soll ich jetzt hier parken? Warum leuchten die so? Ja. Rückwärtsgang. Das ist mir zu leise. Ihr müsst mich doch mal ganz kurz entschuldigen. Zurück zum Menü. Jetzt dachte ich eigentlich, wäre ich schlau gewesen und habe das natürlich gleich ein wenig leiser gedreht. Kann ich hier noch eins zurück? Zurück zum Menü. So, Einstellungen. Hier. Lautstärke. Audioeinstellung kann man schon mal. Machen wir mal 40. 40 immer gut. Musik kann man auch einen Zacken lauter machen. Und das hier haben wir 30. So. Speichern und zurück. Spiel starten. Peter Boschlitz. Profi laden. Passt. Okay. Gut. So, jetzt geht's nochmal los. Jetzt müssen wir zwar nochmal die Ladezeit über uns ergehen lassen, aber dann können wir auch schon professionell durchstarten und den Müll aufheben. Dann der Faschingsmeute war wieder ganz, ganz kräftig am Feiern. Mit Aktionstaste, einfach mit der Leertaste jederzeit das Aktionsmenü aufrufen. Das machst du schon mal hier. Wenn man die Außenperspektive wechselt. Aktionsmanager einblenden. Was kann ich drücken? Beleuchtung. So. Ah, schaut mal meinen Kopf an, ey. Und da steht Müllmann draußen. Ja, gut, ist doch super. Also, ganz kurz mal schnell Beleuchtung aktivieren. Nummernblock. Mit dem Nummernblock mache ich das. So, das ist die Blinkanlage. Habt ihr das gesehen, die Blinkanlage? Gut. Oh, ist das grell. Ist das Fernlicht an dir? Sackelzement. Da blende ich doch die ganzen Leute. Gib es doch nicht. So, packen wir's. Wo ist denn hier die Ausfahrt? Wo ist denn hier der Dackelzuchtverein? Ich weiß nicht, wo der Dackelzuchtverein ist. Oder wo die aussieht. Der Scheißendreck. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Oh, der Piepslämpchen. Los, jedet. Oh, mal gucken hier. Guck mal meinen Kopf an, wie toll ich hier meine Haare gestylt habe. So, jetzt mal auspacken. So, jetzt machen wir mal wieder. Gescheit. Irgendwie finde ich hier keine Ausfahrt. Was passiert, wenn ich hier in die Parken reinfahre? Da komme ich doch eigentlich her, oder? Ausfahrt, ich suche dich. Wo bist du? Hier ist doch die Straße. Wo komme ich denn hier raus? Verdammte Scheiße, du. Hm. Also jetzt habe ich hier schon ein erstes Problem. Noch kaum, dass ich losgefahren bin. Was symbolisiert mir denn diese gelbe große Linie da drüben auf meinem Plan? Ist so eine Wand. Badauts! Sachschaden für uns, 35 Euro Strafe. Scheißdreck. Aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Alle? Vielleicht muss ich ja doch in die Parkbucht reinfahren. Vielleicht sind die ja nicht nur zur Deko hier.
So, wollen wir rein? So. Schließen. Hallo, hallo, ich möchte bitte meinen Auftrag erfüllen. Ach, Fernlicht brauchen wir ja nicht. Also eindeutig muss ich hier... Leck mir wasch. Also das gibt's doch nicht, ey. Dieses Gelände muss man doch verlassen können. Aber hier geht's nicht raus. Hier ist ein durchgehender Zaun. Mit hochqualitativ texturierten Fahrzeugen davor. Hier ist auch nur Zaun, da ist nur Wand. Hier sind meine Texturparkings. Bin ich jetzt ganz deppert? Also irgendwas mache ich hier komplett falsch. Hier kann ich mir nur den Aktionsmanager einblenden lassen. Aktion, bla bla bla, Cockpit oder Matur, Beleuchtung, Hut. 9. In den Sammelbezirk fahren. Ja, ich will doch in den Sammelbezirk fahren. Verdammte Scheiße, aber ich komme doch hier nicht raus. Einfach scan, ey. Hier ist hier... Ah! Hier ist ein Tor! Ja, das muss doch einer mal auch gesagt werden. Liebe Leute. Mein Gott. Also jetzt hat... Ja. So, jetzt fahren wir mal in den Sammelbezirk. Vorstadt Nord. Sowas wie Karten gibt es da nicht, oder? Rechts frei. Ich zitter hier mit 8 km/h um die Kurve. Ah, da ist ein Frühaufsteher. Nemo, nochmal nein. Nee, nee, nee. Ich zeig gleich nur Fernlicht, dann kann das sein. Jetzt hat, glaube ich. Geschwindigkeitsübertretung. 12 Euro Strafe. Kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Ampel scheint aus zu sein. So, ich würde mal gern wissen, wo mein Zustellbezirk anfängt. Geschwindigkeitsübertretung. Ich fahre auch, ey. Kaum, dass ich 30 fahre oder 40. Soll ich da eine Geschwindigkeitsübertretung machen? Was sind wir denn hier jetzt? 25 Euro Strafe. Okay, ich fahre 65. Uah! Vorsicht! Ich bin out of control! Krass! Ja, das ist ja krass, ey. Wollen wir hier mal Außenperspektive da ziehen? Schaut euch das an, ey, wie ich rasen kann, ey. 88 durch die Stadt mit dem Bullwagen und Kurve! Und quietschende Reifen. Und nochmal. Yeah! Das mache ich jetzt aber auch nur, weil ich keine Lust habe, noch ewig zu warten, bis ich mal in meinen Bezirk komme. Und jetzt 140! Mein Gott! Und Stadtgebiet wird geladen. Mein Gott, ich war 140 mit meinem Lastwagen und urplötzlich ist der Fun auch schon wieder zu Ende, weil hier das Stadtgebiet geladen wird. Und es lädt, lädt, lädt immer schneller und es lädt, lädt, lädt bis zum Keller und der Balken ist jetzt voll und ich stehe wieder bei 0. Oh, 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 okay und so weiter. Wieder in Perspektiven Spaß. Oh, ich blende euch. Entschuldigung. 50 Euro Strafe. Das schmälert mein Budget ordentlich. Oh, vielleicht Warnblinker anmachen, dass die Leute wissen, dass ich ein crazy drauf bin. Na, komm. Oh, jetzt bin ich Vorstadt Nord ab. Muss ich jetzt Müll sammeln? Ich glaube, hier muss ich Müll einsammeln. Ich will aber gar keine Tonnen. Oh, vielleicht Licht machen, ich sehe gar nichts. Piek, piek. Blink, blink.
Noch ein Stück. Ist irgendwie schwierig zu steuern. Hier ist aber ein blauer Punkt. Ah, mein Kopf. Hilfe. Ein Stockfinster. Ist das hier ein Müll? Müll? Nein, Postkasten. ich habe schon wieder eine rote Ampel überfahren. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich glaube. Fahrzeug beschädigt? Butler! Sachschaden verursacht. 35 Euro Strafe. Guck mal, was denn für einen genialen Wendekreis hat dieser Müllwagen, ey. So eine Mini-Straße, einspurig, problemlos. So, jetzt muss ich... Hier ist jetzt ein Punkt. Muss ich hier stehen bleiben? Hä? Und mal blicken hier. Ach, glaube aber, wenn ich jetzt nur rumstehe, ist das auch nicht günstig. Wie kann ich denn meinen Müllmann hier Aufgaben erteilen? Nein, das hilft mir nix. Winken? Ich kann drohen, ey, sensationell. Ich drohe jetzt mal. Warte mal. Achtung. Droht der? Und wie kann ich winken? Habe ich schon wieder vergessen. Z. Mit Z. Achtung. Oder winkt der draußen? Der Drausige? Der Drausige? Der Außenstehende, sagen wir so. Hallo? So. Aber steht. So, Achtung. Ein T. Nein, er glotzt nur blöd dagegen. Okay, also wir stellen fest, ich bin offensichtlich schon in der richtigen Stadt. Hupen. Oh, ich habe einen Fußgänger umgefahren. 100 Euro Strafe. Naja, das geht ja noch. Pass auf, du. Bis ich da mal vorwärts komme, ey, ist ja Ostern. So, Achtung. So, jetzt glaube ich, versuche ich mal hier... Kann ich hier reinfahren? Nein. Kann ich hier rumfahren? Achtung, hier ist doch noch ein Grundstück. Naja, ich muss, hier kann man rumfahren, aber hier sind keine Mülltonnen. Bin ich vielleicht nicht in Abschnitt 7? Das werde ich jetzt mal herausfinden, indem ich hier mal weiterfahre, weil dann wird nämlich die Schrift sichtbar. So, und einmal geradeaus schauen wäre vielleicht nicht schlecht. Vorstadt Nord. Abschnitt 7. Doch, bin ich schon richtig. Oh, natürlich wäre es jetzt günstig zu wissen, wo hier die Mülltonnen lagern. Ich sehe keine. Oder mache ich vielleicht noch was falsch? Ich biege jetzt mal hier. Rechts. Ah, schon wieder 25 Euro Strafe. Also hier dieses Spiel, das ist ganz schön teuer. Hier ist Parkplatz. So, rechts blinken. Oh. Ups. Habe ich die Ampel umgefahren. Ja, ist alles zu leicht hier. Alles zu leicht. Guckt euch das an. So. Das hier scheint ein Geschäftslagerhellchen zu sein. Ist das hier... Hier kann ich reinfahren. Sensationell. Sensationell. Und sogar Parking. Ich glaube, das ist eine Halle, eine Standhalle von mir. Standhalle, was ist das für ein Wort? Nee. Boah, letzte Sekunde nochmal. Ja, guck mal, hier könnte man jetzt rein theoretisch die Parkplatz-Rally machen. Und wieder raus beschleunigen aus der Kurve. Full Speed. Okay, wir lassen das. Wir wollen ja, wir sind ja hier seriöse Leute. So, ab zurück auf die Straßen. So. Ich bin schon wieder zu schnell gewesen. Ich glaube, ich habe schon 200 Mark, 200... Nee, mehr als 200, 500 Euro oder vielleicht sogar schon 1000 Euro Strafe zusammengeleppert.
Jetzt fahre ich mal hier rum. Hier, durchs... Ups! Passe ich nicht durch. Scheißdreck. Wollte jetzt hier eigentlich durchs Wohngebiet abkürzen, ne? Das Vorholt. Sieht eigentlich noch taufrisch aus, mein Fahrzeug. So. Na, da muss ich halt doch den langen Weg wählen. Wenn die einem den kurzen Weg nicht zugestehen. Achso, fahrt zur. Muss jetzt hier eine ganz legale Tätigkeit machen. Deswegen blinke ich auch gleich sofort. Und beachte. Jetzt hole ich auch aus. Nicht, dass ich die Ampel schon wieder mitnehme. So. Ich finde das cool, dass ich wenigstens Hände habe. Bei manchen anderen Spielen hier der Simulatorenreihe, die ich schon gespielt habe, da waren Hände Mangelware. So, blinken. Oh, war rot, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. So, und jetzt, auf geht's. So, jetzt bin ich in Abschnitt 7. So, jetzt habe ich hier eine Bushaltestelle. Aber meinst du, hier steht weit und breit eine Mülltonne? Gibt es hier nicht so eine Verordnung, dass Mülltonnen bis 6 Uhr morgens auf den Straßenrand abzustellen sind? Ich muss noch ein Stück vorfahren. Jetzt warten wir mal, bis die Ampel grün wird. Wir wollen ja hier ganz ordnungsgemäß Bürger sein. So, grün ist er. Rotlicht ist unten. Sieht man auch nicht alle Tage. Rotlicht könnte man mal immer nach oben. In welcher Stadt bin ich denn hier? So, jetzt bin ich hier doch Start gewesen, oder? Garantiert ist das wieder nur irgend so ein Detail, was mir jetzt gerade schon wieder hier entgangen ist. Aber wie toll ich auch noch ausschaue. Hier ist Start. Ja, rote Ampel wieder übertrieben. Weiß ich doch schon. So, genau hier ist Start. Und jetzt? Würde ich doch ganz gerne eigentlich meinen Kollegen mal losschicken. Kamera, Beleuchtung. Jetzt müssen wir mal was machen. Jetzt schauen wir mal die Tastatur. So, Aktion, bla 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 bla. Okay, das ist unwichtig. Bla 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 bla. Seite 2. Tempomat, Hupe, Scheibenwischer, Sonnenblende. Ich kann da nichts machen. Zurück zum Spiel. Also ich weiß schon, warum es da 2012 und 2013 keine Nachfolger von gegeben hat. Ich kann dem aber hier auch keinen Befehl erteilen. Was habe ich denn überhaupt für ein Kennzeichen? RQ, die Stadt ist mir nicht geläufig. Sieht aber durchaus halbwegs realistisch aus. Ups. 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 Scheißdreck. Jetzt bin ich viel zu nah dran. Naja, Innenperspektive. Vor allen Dingen, was bedeutet diese gelbe Linie? Ich bin doch im Sammelbezirk. Hallo, ich würde gerne jetzt mal was machen. Warum steht hier keiner mit seinen Mülltonnen draußen? Kann ich hier in Acker fahren? Ah, jetzt bin ich mal hinten rumgefahren. Mal schauen. Diese gelbe Linie muss ja durchaus irgendeine Bewandtnis haben. Komm ich da hoch?
Give it to me! Let's race! Hyper, hyper! Hä, jetzt fahre ich einfach mal der gelben Linie nach. Geschwindigkeitsübertretung hier. Oh! Sie haben die Spielwelt verlassen! Mist! So, wenn ich jetzt aber hier weiter der gelben Linie nachfahre, dann ramme ich. Ramme ich einfach das Haus weg. Kann ich das machen? 10 km/h. Fahrzeug beschädigt. Ich finde keine Mülltonnen. Langsam sinkt der Spaßlevel beträchtlich, zumal ich jetzt auch kein Gas gebe mehr. Wo geht's hier lang? Komme ich hier hin? Es geht zumindest vorwärts. Verkehrsdelikt. Das juckt mich schon seit Stunden nicht mehr. Weiteres Verkehrsdelikt. Jetzt probiere ich nochmal was. Komm, jetzt egal. Jetzt fahren wir nochmal 150. Oder 107. Jetzt wäre ich wieder. Spielt das Gebiet wird geladen. Juhu, ich habe keine Lust mehr. Gut, also ihr habt gesehen, der Müllwagen-Simulator 2011 ist das beschissenste Spiel, das ich überhaupt schon gespielt habe. Da stimmt ihr mir mit Sicherheit zu. Unter Garantie wird der nächste besser, weil ich habe schon wieder ein paar interessante gefunden, die zumindest, ja, besser wirken als dieser Kack hier. Deswegen schließen wir das Spiel auch ganz schnell und es verschwindet von meiner Festplatte, noch ehe ihr bis 3 zählen könnt. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin trotzdem viel Spaß, feiert schön, verkleidet euch bitte nicht als Müllabfuhr und bindet euch auch nicht den Müllabfuhr-Simulator 2011 um die Stirn, weil dann werdet ihr nur ausgelacht. Genauso wie ich für dieses Let's Try. Ansonsten noch viel Spaß, Hello, Alaf und was man so noch alles sagt. Bis demnächst, euer Peter Poschlitz.